Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute behandeln wir nochmal den VXX. Ihr wisst, da gab es dieses erste Video, so handelst du den VXX ohne pleite zu gehen. Und jetzt kommt der zweite Teil, denn heute will ich euch mal ein paar Alternativen vorstellen. Im ersten Video habe ich ja schon gezeigt, was mit dem VXX passieren kann. Wir blenden euch das Video auch nochmal ein oder machen einen Link unten rein, sodass ihr das Ganze nochmal nachvollziehen könnt. Wie gesagt, die Grundidee vom VXX ist ja, er ist immer long die Futures. Dadurch hat er eigentlich immer die Volatilitätsfutures, dadurch hat er immer Rollverluste. Und das führt einfach dazu, dass er permanent fallen muss. Das heißt, er ist im Grunde genommen eine Geldmaschine, aber diese Geldmaschine kann eben auch dazu führen, dass wenn die Volatilität mal steigt und diese VIX-Terminstrukturkurve von Contango in Backwardation Trade, also wenn die dreht, dass ihr da ganz einfach ziemlich große Verluste machen könntet, wenn ihr da nicht reagiert. Also eine Vervielfachung des VXX wie in der Finanzkrise, Verfünf-, Versechsfachung, ist also durchaus realistisch und das könnte ja auch in Zukunft noch mal höher werden. So, und deswegen wollen wir uns heute in dem Video und im nächsten Video, im Teil 3, jetzt mal ein paar Alternativen anschauen. Und unter dem letzten Video hatten schon ein paar von euch geschrieben, eine Alternative wäre doch den SVXY zu handeln. Und das ist eine gute Idee. Das kann man also definitiv machen. Also der SVXY, ebenfalls ein ETF, weil immer mal jemand fragt, diese ETFs werden natürlich nur in den USA gehandelt. Das heißt, ihr braucht halt einen ganz normalen Broker wie IB, CapTrader, Linksbroker, Agora, was auch immer, Tastyworks, damit ihr das Ganze machen könnt. Ihr könnt das also nicht über Consors oder irgend sowas handeln, sondern ihr müsst da hier schon einen amerikanischen oder einen Broker haben, der euch die Märkte in den USA anbietet. Aber wie gesagt, wenn ihr da hier mal sucht oder bei uns auf der Seite seid, dann findet ihr das eh. So, was ist jetzt dieser SVXY? Naja, dieser SVXY macht im Grunde genommen das, was wir mit dem VXX machen, nämlich VXX permanent long die ersten beiden Futures, der SVXY permanent short die ersten beiden Futures und damit profitiert er also von diesen Rollverlusten, die dadurch immer entstehen. Das heißt, er dreht die Sache um und dadurch, wenn also die Volatilität normal bleibt, steigt dieser SVXY. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in einem Chart an. Hier mal das Bild dazu. Und da seht ihr also, das ist ein ganz normaler Tageschart und zuletzt ist der eben, weil ja die Volatilität nicht großartig gestiegen ist, weil wir eine Contango-Situation hatten, ist also dieser SVXY auch schön angestiegen. So, und was ist jetzt der Vorteil, wenn ihr diesen handelt? Also ihr könntet ja ganz einfach sagen, okay, wenn der also im Steigen begriffen ist, dann gehe ich einfach long in dem. Der ist ab einem Stück handelbar. So, das heißt, ab einem Stück könnt ihr den direkt kaufen und wenn der eben wie jetzt aktuell, ich glaube, so um die 150 Dollar kostet, dann könnt ihr natürlich an der Stelle ganz genau euer Risiko beschreiben, weil was kann denn maximal passieren? Ihr kauft den für 150 Dollar als Beispiel und was kann jetzt schon passieren? Im allerschlimmsten Falle fällt der auf Null und dann verliert er eben 150 Dollar. Das heißt also, das ist etwas, was ihr euch jetzt, wo ihr ganz genau euer Risiko bestimmen könnt, weil das ist ja immer so ein bisschen die Angst beim VXX, dass viele sagen, oh, da habe ich so unbegrenztes Risiko, da könnte sich ja verzehnfachen. Das kann ja nicht passieren. Du weißt ganz genau, wenn du ein 1.000-Euro-Konto, sagen wir 10.000-Euro-Konto hast und du kaufst 10 Stück und die fallen auf Null, was theoretisch vielleicht mal möglich wäre, dann verlierst du 1.500 Dollar. Nicht mehr, nicht weniger. Da hast du es ganz genau ausgerechnet. So, wie viel kann der denn jetzt passieren? Und wir schauen uns mal was an. Und zwar habe ich euch mal rausgesucht, hier ein Bild. Das ist zwischen 2015 und 2016. Da gab es ja mal so eine Zeit, gerade 2015 im Sommer hatten wir diesen kurzen Einbruch in den Märkten und die Volatilität, die Terminstrukturkurve hat gedreht. Und was ist da mit diesem SVXY passiert? Und das seht ihr hier, der ist zu diesem Zeitraum ungefähr 70% gefallen.
Also das ist schon durchaus ein beachtlicher Verlust, ne? Und das ist auch gleich der Grund, warum ich sage, das ist ein super Trading-Vehikel, aber das ist auch keine Buy-and-Hold-Strategie, ne? Also ich möchte jetzt nichts kaufen, was zwischendurch, ohne mir Erträge zu erwirtschaften, 70% fallen kann. Aber auch hier, man wusste eben ganz genau, was er fallen kann. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja okay, 2015, das war ja noch gar nicht so wild. Was war denn dann 2008? Also 2008 gab es die noch nicht. Ne? Das ist genau wie der VXX, die sind ja alle erst danach aufgelegt worden. Und was man aber machen kann, man kann es berechnen. Also man kann das Ganze ja berechnen und kann sagen, okay, die Volatilitätsfutures, die gibt es ja schon länger. Und da kann man eine Simulation laufen lassen. Was wäre denn gewesen, wenn man anhand der Struktur des SVXY diesen schon 2008 verfügbar gehabt hätte? Und auch hier habe ich euch nochmal einen weiteren Chart vorbereitet. Und wenn ihr euch das hier anschaut, dann seht ihr, dass die Volatilität, der VIX, der ist in diesem Zeitraum, also wirklich dann in dieser Crash-Phase, ne, das war dann die Zeit, als Lehman Brothers pleite ging, ist die Volatilität ungefähr 220% angestiegen. Was wäre mit dem SVXY passiert? Der wäre um etwa 80% eingebrochen. Ne? Das heißt, ihr hättet von den 105, wenn man angenommen, der hätte damals auch 150 gekostet, naja, dann wäre der eben wär noch $30 übrig gewesen. Ne? So, das heißt, das hättet ihr machen können. Und damit hat man, das mag jetzt nicht schön sein, aber man hat ein ganz klares Risikoprofil. Du investierst so und so viel Geld in diesen Trade und du weißt, im allerschlimmsten Fall, du wachst morgen auf, die Volatilität ist explodiert, dann weißt du ganz genau, was kannst denn du maximal verlieren. Jetzt wisst ihr natürlich, dass wir nicht so die ganz großen Fans sind von so sagen, Sachen kaufen, liegen lassen und dann Maximalrisiko. Deswegen, was man natürlich auch machen kann, eine Alternative wäre, man verkauft, genau wie im Aktienbereich, immer Puts auf den SVXY. Hat vor allem den Vorteil, dass man natürlich aufgrund des Preises hier viel bessere Prämien bekommt als beim VXX. Ich werde euch im dritten Teil nochmal sagen, warum ich trotzdem eher ein Fan des VXX bin. Aber SVXY, wenn ihr da permanent Puts verkauft, dann könnt ihr eben permanent Prämien einnehmen. Und ihr wisst jetzt auch, okay, wo kann das Ding maximal hinfallen? Natürlich auf Null. Das heißt auch hier, ihr könnt schon verlieren, aber ihr könnt keine Überraschungen erleben, von denen ihr vornherein nicht wisst, dass sie kommen. Ne? Also es kann nichts ganz Außergewöhnliches passieren. Und wie ihr jetzt hier in diesem Bild erkennen könnt, was ihr natürlich machen könnt, also jetzt nochmal den letzten Chart euch einfach anschauen, ihr könnt natürlich eins machen, ihr könnt das Ganze rollen. Das heißt, um das nochmal kurz zu erklären mit dem Rollen, ne, die bei uns dabei sind im Coaching und in den Seminaren, die wissen, was Rollen ist und wenn man Optionen handelt, muss man adjustieren, das geht gar nicht anders. Und wenn ihr eben jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr habt hier irgendwie eine Option geschrieben, also hier diesen Put, was weiß ich, für, keine Ahnung, irgendwie $400 bekommen und jetzt fällt der eben runter, naja, dann geht er eben her und sagt, dann rollt er den in den nächsten Monat, dann kommt er hier schon wieder ein bisschen weiter runter und dann kommt er im nächsten hier schon wieder runter und hier. Und ihr seht es anhand dieses Charts, dass ihr dann jetzt schon, nur wenn ihr 4 Zeiteinheiten weitergeht, ne, was ja nicht viel ist, dass ihr dann jetzt schon ungefähr 50% Einbruch des SVXY wegnehmen könntet. Und ich sage, warum könntet, wenn das notwendig sein sollte, was wird dann passiert sein? Die Volatilität wird hochgegangen sein und das heißt, die Puts werden auch entsprechend teuer gewesen sein. Das heißt, in der Realität werdet ihr tendenziell eher 60%, 70%, 80% von eurem ursprünglichen Einstieg über die Laufzeiten wegkommen. Klar, das wird der ein oder andere jetzt auch vielleicht sich schon denken, in der Zwischenzeit wird man immer, wenn man hier runterrollt, ne, wird man immer Buchverluste machen müssen, weil man oder Rollverluste machen müssen, aber letztendlich, weil er sich ja über kurz oder lang wieder erholt, wird man das rausholen und so kann man das Risiko also auch definitiv etwas eingrenzen, weil man eben weiß, aller spätestens hier unten bei der Null ist halt Schluss. Ne? Schlimmer kann es nicht mehr kommen und deswegen, man hat quasi nicht so dieses ganz unbegrenzte Risiko wie beim VXX, wo man sagt, der kann ja theoretisch, wer weiß, wohin laufen. Ne? So, das war jetzt mal so die Alternative, anstatt des VXX, also den SVXY handeln. Gerade wer Einsteiger ist, sollte vielleicht hier mit dieser Variante anfangen, sagen, okay, ich gehe mal long in dem,
klar, jetzt nicht unbedingt zwingend am Hoch, sondern nach Rücksetzen hinein. Ne? Und dann wirklich mal sagen, ich investiere nur mal ein, zwei Stück, um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also das kann man definitiv tun. Und wer dann ein bisschen weiter ist, der kann sich eben auch mal hier an Put-Optionen auf den SVXY probieren. Wie gesagt, im dritten Teil zeige ich euch dann noch ein bisschen, was man auch mit dem VXX machen kann, wie man den noch einsetzen könnte. Und danach könnt ihr euch dann selber quasi so aus diesem ganzen Werkzeugkasten etwas herausholen. Und da wird jetzt immer mal gefragt, warum nimmst du nicht den XIV oder den UVXY? Na, da gibt es ja ganz, ganz viele Produkte mittlerweile. Ganz einfach, ich will die gängigsten nehmen, die mit den meisten Volumen, wo es Optionen gibt. Und deswegen VXX und SVXY, ungehebelte Produkte. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Achtet immer aufs Risiko und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.